Ja, hier drin sind wir hundertprozentig sicher eigentlich, so ziemlich. Es sei denn, die kommen da oben hochgejumpt, aber dann haben wir einen deutlichen Vorteil, weil die dann ja feststecken irgendwie. Nur da draußen sind wir leider total gefährdet. Ich kann jetzt eigentlich mal alle Dinge anzünden, wenn ich schnell genug bin. Ich muss ganz schnell hier hinrennen. Ich würde schon gerne noch die Dinge anzünden, aber es scheint gerade irgendwie nicht zu funktionieren. So, kommt doch, wenn ihr euch traut. Boah, wenn man The Forest aufgenommen hat, ist Minecraft immer eine Erholung. Hier brauchen wir eigentlich auch noch mal so, so ein Ding, falls ich mal hier runter... Ah, nee, erstmal noch nicht. Erstmal noch nicht. So ein Ding wäre geil. Könnte man sich richtig gut drin verschanzen. Hier irgendwie direkt am Meer. Aber das ist erstmal nur ein Traum. Ein Boot, ein Boot. Habe ich gehört, soll seinen Sinn nicht erfüllen. Ein Hausboot. Ein Hausboot wäre ja mal richtig übel. Geil. Storage brauche ich nicht. Ich verwerte mein Holz direkt. Fire, so ein Standing Fire. To light your camp at night. Warum nicht, ne? Hier so ein paar. So ein Feuer hier. Aber erstmal muss das da oben wieder angehen, das Feuer. Das ist hier kein Reinfeuer. Du machst das. So. Stöcker brauche ich. Kann ich mir jetzt nicht leisten, so richtig da rauszugehen bei Nacht. Uiuiui, eine richtig unproduktive Folge. Wir haben hier drei Baumstämme hingebracht, so ein paar Totendinger gemacht. Und ja, mehr eigentlich auch nicht. So. Hier machen wir natürlich alles an. Warum ist hier ein Baumstamm? Nehmen wir doch schon mal gerne. Dann würde ich sagen, gehen wir mal pennen und hoffen, dass wir schlafen können. Da geht auch schon wieder die Sonne auf. Glaube ich zumindest. Müsste.
Wenn das Meer orange wird, geht eigentlich die Sonne auf. Feuerzeug. Feuerzeug. Danke. Feuerzeug hilft nicht viel. Eigentlich wollte ich mal zurück die Koffer öffnen alle, aber das können wir total vergessen, wenn die unser Camp hier so belagern. So, wir haben auf jeden Fall schon mal wieder eine Nacht überlebt. Also schon wieder einen Tag länger. Ich habe nicht mitgezählt, wie viele Tage das sind. Einmal neues Feuer nachlegen. Damit es erst, wenn es wirklich hell ist, damit wir dann rausgehen. Ich schätze, im Laufe des Tages wird es wieder regnen, dann ist wieder alles umsonst. Ach ja. 22 Baumstämme brauchen wir. Ich frage mich so ein bisschen, wie man das hinkriegen soll. Und ich verstehe den Garten hier noch nicht so richtig. Wir haben auch schon wieder keine Rüstung und so gut wie kein Futter. Also wir haben ein... Es regnet einfach instant. Warum? Wenn es Tag wird, regnet es, oder was? Ist das hier so? Und natürlich ist immer Gewitter dabei. Wie können die Penner eigentlich hier wohnen, ey? Das Feuer geht jetzt gleich aus. Da. Man bräuchte hier so eine Verbindung noch, damit man dann da hinten noch Bäume herholen könnte irgendwie. Ich habe auch mal gelesen, dass diese rote Axt, wenn man damit blockt, dass die Viecher dann überhaupt keinen Schaden machen. Ich weiß auch nicht mehr, ob das stimmt. Die hier. Wenn man damit so macht, dass es dann anscheinend überhaupt keinen Schaden macht. Nicht durch Feuer, nicht durch Gift, durch gar nichts. Was irgendwie keinen Sinn macht. Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Gib mir Essen. So, Essen haben wir schon mal wieder. Genug. Ist natürlich meine Axt gerade wieder weggegangen. Hat sich da oben gerade was bewegt? Ich versuche jetzt einfach hier einen Baum zu fällen. Schnell wieder rein hier, ey. Puh.
Alter Leute. Das Spiel ist echt heftig. Gib mir bitte was zu essen, ey. Hier so ein Raw Lizard. Ich kann auch keine Blätter drauf feuern. Warum geht das Feuer eigentlich da drin aus? Das wäre ganz praktisch, wenn es da drin nicht ausgehen würde. Oh Gott sei Dank, er hatte genug Zeit, um gar zu werden. Jetzt muss ich mir meine Axt wieder neu ausrüsten. Ach nee, ich habe ja die andere genommen. Wegen dem Blocken. Ich weiß noch nicht genau, ob das dann, ob die dann wirklich keinen Schaden machen können. Ich bin da echt ein bisschen auf eure Hilfe angewiesen. Wäre natürlich ziemlich, ziemlich geil. So eine Flare Gun wäre natürlich der übelste Hammer. Komm. Okay, für Essen haben wir schon mal wieder gesorgt. Gott sei Dank kommen die Viecher hier immer runtergerutscht, weil wir hier in so einer kleinen Schlucht sind. Bisschen mehr Rüstung auch schon wieder. Oh, ich bin covered in Blood. Kein Bock krank zu werden und andauernd Schaden zu kriegen, deswegen gehen wir einmal kurz. Ja, komm, einmal untertauchen und dann sind wir wieder rein. Ich weiß echt nicht, ob hier gleich die Eingeborenen kommen. Keine Ahnung. Try it einfach mal jetzt hier. Gut Glück den Baum wegmachen. Mach den Baum weg. Oh, hi, Baumstamm. Sehr gut, dass du hier reinfällst. Und du auch. Leute, nein. Das ist jetzt ein schlechter Witz. Ohne Spaß, was soll ich tun? Ich kann nichts machen. Leute, wir sind über einen Baumstamm gelaufen und dann sind wir 2 Meter gefallen und sind gestorben. Dann sind wir in dieser Höhle gespawnt und die war einfach voll mit diesen scheiß Pennern. Und jetzt haben wir 9 Tage überlebt, was ich eigentlich voll geil fand. 10 Tage hätten es doch auch noch werden können. Es hätte noch viel länger werden können. Wir waren wieder gut dabei, gerade am Aufbauen, schön. Ja Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder in der neuen Welt wieder.
Ich werde jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, weil das geht mir jetzt gerade ziemlich auf den Sack. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.